Der Stern eint sie beide. Und wo bitte gibt es das schon? Dass zwei Brüder nicht nur Rennen fahren, sondern auch noch ein und derselben Marke verbunden sind, Mercedes-Benz. Michael Schumacher in der Formel 1, Ralf Schumacher bereits das fünfte Jahr in der DTM. Höchste Zeit für eine gemeinsame Ausfahrt im jeweiligen Arbeitsgerät, auf dem Kurs in Barcelona. Ja, die Gemeinsamkeit, die liegt im Kampf und im Wille zu siegen. Ich meine, ob man jetzt in der DTM oder in der Formel 1 fährt, die Dichte ist extrem eng. Und insofern ist das Motorracing pur in beiden Kategorien. Es war jetzt mal ganz lustig für die Filmaufnahmen, aber natürlich sind zwei verschiedene Welten, aber beide Autos sind natürlich in ihrem Reglement ans Limit gebaut. Da haben beide dieselbe Aufgabe, natürlich der eine auf einem anderen Niveau als der andere. Ralf Schumacher und das neue Mercedes-Benz AMG C-Coupé. Länger, breiter, flacher. Das Auto, mit dem es in diesem Jahr Richtung erster DTM-Sieg des jüngeren der beiden Schumachers gehen soll. Was auch für Michael Schumachers F1 W03 in der Formel 1 gilt. Ein Bolide, der seine Siegfähigkeit beim großen Preis von China schon unter Beweis gestellt hat. Angefangen hat es ja bei Sauber im Sportwagen mit verschiedenen Einsätzen in der DTM in den frühen Jahren. Im Moment ist natürlich der Fokus auf der Formel 1 und wie Ralf schon eben erwähnt hat, wenn man im Motorsport aktiv ist, dann ist das ultimative nun mal die Formel 1. Der einzige Vorteil natürlich in der DTM, den ich ganz gut finde, ist, dass man vergleichbar ist mit in dem Fall in diesem Jahr mit 8 Leuten und dass man sich wirklich auf die Hinterbeine setzen muss und das Material halt einfach die gleichen Voraussetzungen für jede bietet. In der Formel 1 ist halt oftmals so, wenn man das perfekte Auto hat, dann läuft es und wenn nicht, dann hat man ein schweres Jahr vor sich. So kennen also beide beides, Michael und Ralf Schumacher. Zwei Brüder und ein und dieselbe Marke, das gibt es nur bei Mercedes-Benz, geeint durch den Stern.